So, willkommen zurück bei Minecraft. Die 100. Folge war ja was. Nein, ich habe die 100. Folge noch gar nicht aufgenommen. Ich nehme einfach nur schon mal im Voraus ein bisschen weiter auf, damit ihr dann nicht zu lange warten müsst, falls mir noch keine Idee für die 100. Folge gekommen ist, was in der momentanen Situation so ist. Aber ich wollte einfach ein bisschen aufnehmen. Deswegen mache ich das jetzt auch gleich mal hier. Und die Musik scheint etwas zu laut. Mensch, das gibt's doch nicht. Ups, da bin ich jetzt gerade gegen den Popschutz gekommen. So, jetzt muss es aber gehen, oder? Ja, jetzt ist die Lautstärke etwa dem Spiel angepasst. So, was haben wir eigentlich als letztes gemacht? Ich glaube, wir haben unsere Rüstung nochmal eben verzaubert hier für Proactile Protection. Dass wir Pfeilen besser widerstehen können, den Dieben. So, jetzt haben wir noch ganz viele Leiter, noch ein paar Saplings und wir haben Bäume auch, glaube ich, gehabt. Ach ja, ich kann euch ja nochmal eben die anderen Bilder zeigen, die ich rausgesucht habe. Ach ja, ich habe jetzt die alten Sounds wieder drin. Die mag ich ja viel lieber. Vor allem, also sowas wie Türgeräusche oder so, die mochte ich da viel lieber. Ja, ja, das ist doch mal schön, ne? Wer kennt die von euch? Wer kennt die von euch? Die sind doch mal toll. Ach, ich musste die unbedingt hier haben. Das musste einfach sein. So, damit wir eigentlich auch mal wieder ein paar Level... Ach, es wird gerade Nacht. Das ist ja, dann gehe ich mal schlafen. Gute Nacht, ne? Meine Liebe. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. So, und... You can only sleep at night. Aber es ist doch schon Nacht. Oder noch fast Nacht. Ich muss hier oben mal Glas oder so einbauen, damit ich mal sehen kann, was hier gerade Sachlage ist. Also ob es gerade Tag ist oder Nacht. Ah, jetzt ist es Nacht. Dann können wir hier jetzt mal schlafen. Ja, oh, ich schlafe immer viel zu kurz, ey. Das ist, oh, da verringt man sich alles, wenn man nur so kurz sich hinlegt und dann direkt aufsteht wie sonst was. Hier hatten wir noch nichts in der Truhe. Und ich glaube, ich habe den Kontrast ein bisschen zu hoch eingestellt in den Einstellungen. Ich fuchtel da manchmal in den Bildschirmeinstellungen rum. Es scheint, als hätte ich den Kontrast ein wenig zu hoch gedreht. Einige Schwarztöne sind sehr schwarz. So. Beziehungsweise einige Farben sind sehr dunkel im Vergleich zu anderen. Hier, um ein paar Level zu bekommen, wollte ich mal, das mögt ihr sicher, wenn ihr da mir wieder toll zugucken könnt, die Kohle ein bisschen abbauen, die wir noch in der Truhe haben. Da bekommen wir dann wieder ein paar Level und können auch mal wieder was enchanten. Das ist ganz prima, finde ich. Beispielsweise könnten wir uns dann mal vielleicht bald eine Diamantbrustplatte machen oder so und die dann enchanten. Das finde ich ganz nett. So, Unbreaking 3 und Fortune 3. Das ist die richtige. So, und irgendwie habe ich das Gefühl, die Maus ist gerade etwas zögerlich. Auch wenn ich nicht weiß, warum. Ich nehme eigentlich mit konstanten FPS auf. Aber irgendwie ist die ein bisschen zögerlich. Ich muss mal eben die Sensitivity ein bisschen höher stellen. So, vielleicht 150. Upsa, das ist jetzt viel zu stark. 130. Nee, das gibt's doch nicht. 110. Na komm schon, 10. Na komm schon, 10. Ey, warum kann man nicht auf 10 machen? Na gut, dann 1, 1, 1, 1, 1. Ja, das geht doch besser. Das ist wesentlich angenehmer so. Dum, 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 dum. Na, bei unseren kleinen Farm hier. Das mag ich ja. Irgendwie mag ich diese Welt hier. Spiele ich ganz gerne drin. Vielleicht seht ihr sie auch ganz gerne. Ich weiß nicht, ob ich sie irgendwann mal zum Download bereitstellen werde. Oder den Seed verraten werde. Da bin ich mir noch nicht so wirklich sicher. Ich hatte mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Vielleicht zur 100. Folge. Aber jetzt ist ja schon die 100. Folge. Das kommt ja doch schneller, als man denkt. Und jetzt bin ich mir da so ein bisschen unsicher. Also ich würde eigentlich ganz gerne noch ein bisschen warten. Einfach nur, damit man sich nicht unbedingt die Welt schon alles angucken kann und dann sagen kann, hey, da ist was oder hey, da ist was. Das fände ich einfach nicht so schön. Könnt ihr vielleicht nachvollziehen, was ich damit meine. Aber jetzt wollen wir erstmal unsere Kohle abbauen. Denn unsere Kohle ist kohlig. Und sehr kohlekohlig. Denn Kohle ist Kohle, Kohle, Kohle. So, ich
muss nochmal das irgendwie nochmal mit den Parallax Occlusion Mapping ausprobieren, ob ich das nicht doch irgendwie hinkriege, aber ich glaube nicht, dass meine Programmier- oder Informatikkenntnisse jetzt die besten sind, dass ich durchblicke, was genau da geschrieben steht, beziehungsweise was auslöst, dass da so komische Dinger bei rumkommen, wenn man das mit den normalen Normal Maps, die man früher auch benutzt hat, macht. Vielleicht verwende ich auch völlig, das waren schon 64, vielleicht verwende ich auch völlig falsche Fachbegriffe oder drücke sie völlig falsch aus, aber ich meine, sie heißen so. Also Normal Maps, das weiß ich, was das ist, also da irre ich mich jetzt, glaube ich, nicht. Und ich erzähle hier wieder einfach vom Pferd. So. So, dann hier noch. Dann noch die Reihe noch zu. Und dann hier eben noch so, zack. Oh nein, ich habe zack gesagt. Okay, dann geht's jetzt ans Abbauen. Bekommt man keine Experience mehr bei Kohle? Was ist das denn für ein Betrug? Hey! Hey, warum bekommt man keine Erfahrung mehr? Ja, jetzt bekomme ich welche. Ich dachte schon. Ich wollte schon sagen. Bekomme ich hier jetzt keine mehr. Ich dachte, die wollen mich hier veräppeln. Ich dachte, das haben die jetzt wieder rausgenommen. Weil nur durch Monster so viel Erfahrung zu bekommen, das ist doch recht schwer. Aber man bekommt wohl nicht mehr so häufig bei Kohle jetzt Erfahrung. Also nicht mehr bei allen Kohleblöcken. Sondern nur noch bei ein paar. Ja, das ist ja ein bisschen ärgerlich. Das ist ja wirklich ein bisschen ärgerlich. Aber, naja, kann ich nichts ändern. Dann müssen wir halt wieder etwas länger warten, bis wir genügend Level haben, um uns das zu verzaubern. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Auch wenn das Let's Play 5 Milliarden Folgen geht. Obwohl mir dann sicher keiner mehr zuguckt. Hey, Folge 5 Milliarden. Das wäre doch mal was. Wäre nur ein bisschen... Ich müsste dann die Schrift der Thumbnails ein bisschen verkleinern. Sonst würde das nicht so gut da drauf passen. Aber das ist natürlich alles nur Spaß, was ich jetzt hier mache. 5 Milliarden, das ist eine sehr hohe Zahl, wie ihr wisst. So. Also irgendwie ist die Levelausbeute aber heute wirklich lau. 5 Level bis jetzt nur, das ist ja... Das ist ja nicht gerade das Gelbe vom Ei. Muss ich außerdem mal gucken, wie wir unsere Spitzhacke, wie viel das kostet, unsere Spitzhacken zu reparieren. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Und eigentlich ist ja die Frage, ob wir unsere Brustplatte auch wirklich mit so hohen Level verzaubern wollen, weil das kostet dann dementsprechend auch viel Level bei der Reparatur. Und das heißt, wir müssen diese Level auch erst irgendwo aufbringen. Und wenn man auch jetzt beim Abbauen weniger Experience bekommt, dann hat man da natürlich ein kleines Problem, weil jetzt sind wir erst Level 7. Normalerweise, wenn man 264er Stacks abbaut, ist man, glaube ich, ein paar Level höher. Wenn ich mich nicht täusche. Also es wurde scheinbar reduziert. Einen Moment, ich muss mich einmal kurz am Ohr kratzen. So, gekratzt. Dann hier alles aufgesammelt. Ich mag das ja immer noch mit der Wassertextur. Das gefällt mir sehr. Hui. Oh, Kohle. Oh, da haben wir aber wieder eine ganze Menge Kohle rausbekommen. Das ist ja, das freut mich. Dann rennen wir mal ein bisschen darüber zu unserem kleinen Türmchen, um unsere Sachen wegzubringen. Ich kann auch gleich nochmal das neue oder das alte neue Fallgeräusch zeigen. Das ist ganz nett. Also das mag ich ja viel lieber. Kennt ihr vielleicht auch noch? Achtung. Genau, habt ihr gehört, dieses Oh. Das finde ich prima. Ich fand das so cool. Ich habe mich manchmal extra unter einen Wasserfall gestellt oder ins Wasser gestellt, einfach nur um das Geräusch zu hören. Die Musik ist komisch. Ja, das ist doch schön angenehme Musik. Schön entspannend, bei der man hier entspannend langlaufen kann. Und ich nehme mal die Kürbisse eben mit. Wir können uns ja auch mal Kürbiskuchen machen. Beziehungsweise uns mal irgendwann... Hier. Jetzt würde ich schon sagen, einen elektrischen Ofen machen, aber das ist ja Feed for Beast. Gebackene Kartoffeln machen, das können wir ja auch mal. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht.
die bringen ja recht viel Hunger zurück. Da müssten wir nicht 10.000 Mal was essen, wenn wir mal nicht mal auf Peaceful spielen. Hier auf unserem friedlichen Modus auf Friedrich spielen. So, dann bringen wir die Kohle mal weg. Tap, 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 tap. Ach, das ist schön viel Kohle. Das freut mich so. Und jetzt juckt es mich an den Haaren, das, also unter den Haaren, an den Haarwurzeln, an der Kopfhaut, wo auch immer. Haben wir hier noch irgendwas drin eigentlich? Nee, nicht mal Kohle. Warum haben wir eigentlich... Oh! Cool! Das ist ja schön, dass wir hier noch so viel haben. Das freut mich. Weißt du was? Ich mache uns jetzt einfach mal ein paar Potatoes. Oh, hier haben wir auch noch Kohle. So. Latata. Okay, dann heize ich in die Öfen mal was rein. Und dann kommen hier Potatoes rein und hier kommen Potatoes rein. So, da freuen sich die Potatoes, dass sie erstmal geheizt werden. Und wir müssen natürlich auch noch den Sand da hinten bei unserem Haus abbauen, bei unserem neu gebauten Haus. Also den Keller, sag ich mal, schon mal austragen. Das müssen wir demnächst machen, aber ich weiß nicht genau wann. Ja, da, die, ja, da, da. Und ich habe mir schon so viele Wooden Slabs gemacht. Also, da haben wir noch Cobblestone, den können wir noch stacken. Das Glas, das tun wir hier hin. Das tun wir da hin, das tun wir da hin. Das, packen wir hier hin. Das tun wir hier hin. Ach ja, die Old Books Mod habe ich mir auch wieder installiert. Das heißt, wir können jetzt hier Heiti Teiti fröhlich Folgendes wieder machen. Ich mag die Musik sehr. Die hat irgendwie was sehr, sehr, sehr Schönes an sich. Ja, was sehr, sehr, sehr Schönes. Tolle Aussage. Aber ihr wisst sicher, was ich meine, wenn ihr die Musik hört. So. Das heißt, wir brauchen einfach nur ein bisschen Holz. Können uns dann jetzt neue Bücherregale machen. So. Stück. Und noch ein paar mehr. Wird schon wieder Nacht? Gibt's doch nicht. Mein Mensch, 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 Mensch. Die ganze Zeit wird es ja nur Nacht und da ist noch ein Kürbis. Den nehme ich gleich mal mit. Mann, ist es dunkel. Aber es liegt, glaube ich, am Bildschirm. Ach, ist das dunkel. Ich sehe nichts. Boah, ich sehe überhaupt nichts. Boah, ist ja alles komplett schwarz. Ach du meine Güte. Oh, ich muss unbedingt in den Einstellungen was ändern. Ich sehe ja gar nichts.